Heute ist Backtag im Freilichtmuseum auf dem Wendlandhof. Bäckermeister Hajo Görzen heizt den über 100 Jahre alten Steinofen an. Das Mischholz aus Birke, Erle und Fichte muss rund 2,5 Stunden brennen. Dann erst geben die Ofensteine verlässlich eine gleichbleibende Hitze ab. Der 49-jährige Bäcker liebt seinen geschichtsträchtigen Arbeitsplatz. Also hier zu backen in dem Museum ist einfach total schön, ne? Wie vor über 100 Jahren, der Backofen ist über 100 Jahre alt. Ich kann so backen, wie ich gelernt habe, richtig mit Roggenmehl, Weizenmehl, Natursauerteig, Salz, Hefe, Wasser. Und wenn man dann bedenkt, dass viele Leute auch einfach kommen und sagen, Mensch, das ist wie zu meiner Kindheit, ich kenne das noch, wie meine Mutter oder Oma sogar gebacken hat. Das ist einfach schön, was einen dann auch irgendwie so, sag ich mal, befriedigt, wenn das Feedback einfach kommt. In der Zeit, bis der Ofen seine gewünschte Temperatur von rund 280 Grad erreicht hat, kümmert sich Hajo Görzen um den Teig. Für sein Roggenmischbrot braucht es nicht viel. Weizenmehl, Roggenmehl, etwas Salz. Hefe und Natursauerteig, den er bereits 6 Tage zuvor angesetzt hat. Sauerteig lockert das Brot auf, gibt ihm ein angenehmes Aroma, verlängert die Haltbarkeit und hilft generell, Backwaren besser zu verdauen. Die letzte wichtige Zutat, Wasser. Dann wird die Masse für 10 Brote gut durchgearbeitet. Wie in alten Zeiten knetet Hajo Görzen den Teig in einer Molle, einem hölzernen Backtrog. Aber heute zeige ich das einfach nochmal, wie man das, sage ich mal, vor 100 Jahren gemacht hat. Ihr seht schon, das ist so eine kleine pampige Sache. Und man muss sich das vorstellen, die Bäcker früher, die haben viel mehr Brot gemacht als hier diese 10 Stück. Die standen mit 3, 4 Leuten an einer Wanne und dann haben von links nach rechts und rechts nach links wieder gearbeitet, um irgendwann einen vernünftigen Brotteig herzustellen. In dem Brot hier ist 70% Roggenmehl drin, 30% Weizenmehl, der Natursauerteig, Salz, Hefe, Wasser, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, halt so, wie man früher gebacken hat. Der Teig wird geknetet, bis eine homogene Masse entsteht. Eine anstrengende Angelegenheit. Rund eine Stunde muss der Teig dann zugedeckt ruhen. Zeit für einen Abstecher ins Dorf. Lübeln liegt 25 Kilometer südlich von Hitzacker und wurde im Mittelalter gegründet. Seit rund 6 Jahren arbeitet Hajo Görzen hier als Museumsbäcker. Gerade mal 38 Menschen wohnen in dem sogenannten Rundling. Lübelns kreisförmige Siedlungsform ist gut erhalten und zeigt, wie die Menschen vor vielen 100 Jahren gelebt haben. In den Sommermonaten kommen viele Besucher nach Lübeln. Eine Reise in unsere Vergangenheit. Auch heute besitzen einige Bauernhöfe noch einen sogenannten Bienenzaun. Das ist ein überdachter, umzäunter, halboffener Stand, in dem die Bauern ihre Bienenvölker in Körben geschützt aufstellen konnten. Zucker galt früher als absolutes Luxusgut. Für die ländliche Bevölkerung kaum erschwinglich. Deshalb war Honig der günstigere Ersatz. Nach gut einer Stunde bearbeitet Hajo Görzen den Teig weiter. Dabei muss man wissen, und dass man halt auch für diese Teige Zeit braucht und Ruhe braucht und nicht hasch-hasch, so wie teilweise in den Bäckereien das gemacht wird. Da kann man einfach so sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Dadurch schmeckt das Brot natürlich auch
besonders gut. Durch dieses Backen im Steinbackofen ist was ganz anderes, als wenn man das auf einen ganz normalen, herkömmlichen Backofen schiebt und ausbackt. Der Ofen hat seine gewünschte Temperatur nun erreicht. Bei 280 Grad backen die Brote jetzt ungefähr eine Stunde. Bei allen Veranstaltungen des Freilichtmuseums befeuert er den alten Steinofen. Dann ist wieder richtig viel Leben auf dem über 600 Jahre alten Wendlandhof im Rundlingdorf Lübeln. Wann genau die Brote fertig sind, weiß Bäckermeister Hajo aus jahrelanger Erfahrung. Und die Ofenwärme lässt sich auch noch weiter nutzen. So, jetzt schiebe ich noch einen Butterkuchen da rein, damit wir die ganze Hitze, die jetzt noch drin ist, die ganze Energie noch nutzen. Deswegen backt man hinterher Butterkuchen, Streuselkuchen. Und anschließend könnte man noch Semmel backen, süße Brötchen, was man so zu Hause mit 200 Grad backt. Backen. Das ist nicht nur Hajo Görzens Beruf, es ist seine Leidenschaft. Hier auf dem Wendlandhof kann der 49-Jährige noch so backen, wie er es gelernt hat. Und das in einem Umfeld, wie es schöner nicht sein kann. Die erste Scheibe vom frischen Brot ist dann auch seine. So viel Zeit muss sein.